Ich begrüße euch herzlich zur Vorlesung Robotik 1. Mein Name ist Tamim Asfur und ich werde mit euch diese Vorlesung in diesem Semester und hoffentlich viele von euch auch in den nächsten Semestern in den Vorlesungen Robotik 2 und 3 hier begleiten. Warum seid ihr hier eigentlich? Was wollt ihr in dieser, also was erhofft ihr euch von der Vorlesung Robotik? Ein tieferes Verständnis des Themengebiets und er glaubt nicht, dass er das später machen wird, aber trotzdem will er das verstehen, oder? Wunderbar, ja, das ist die richtige Einstellung. Das sollen alle Leute machen, auch wenn sie später keine Robotik machen wollen, sollen sie eigentlich ein tieferes Verständnis für das Gebiet ist, denn das ist ein zentrales Gebiet, wie man vielleicht weiß, von autonomen Fahren bis zu Service-Roboter, Roboter, die die Produktion revolutioniert haben und immer wieder auf neue Art und Weise revolutionieren und revolutionieren werden. Viele coole YouTube-Videos, ja, die man tagtäglich im Internet bewundern kann. Und das Ziel eigentlich von dieser Vorlesung ist zu verstehen, was man alles hier beherrschen muss, damit überhaupt ein Roboter so bewegen kann. Natürlich macht das Spaß. Also ich habe immer auch gesagt, dass die Roboter, die ich entwickelt habe, die besten Spielzeuge, die ich jemals in meinem Leben hatte, sind. Aber man muss verstehen, dass es hierzu eine ganze Menge an Wissen aus unterschiedlichen Disziplinen notwendig ist, damit man Roboter entwerfen kann, Roboter bauen kann, eingebettete Elektronik und Rechner für Roboter entwerfen kann, damit sie bestimmte Berechnungen durchführen können. Roboter, die mit Sensorik ausgestattet sind, zum Beispiel Kameras oder Kraftsensorik oder künstliche Haut, wo diese großen Datenmengen, vor allem Bilddaten, interpretiert werden müssen, damit man weiß oder damit der Roboter weiß, was für eine Aktion eigentlich gerade in der aktuellen Situation angebracht ist. Und das Ganze fängt natürlich an mit Mathematik. Ja, das heißt, erschreckt euch nicht, die ersten Vorlesungen ab Donnerstag werden wir uns mit der Mathematik, die wir brauchen, also lineare Algebra, ein bisschen Numerik, ja, ein bisschen Geometrie, damit wir überhaupt Roboter beschreiben können in einem Rechner, damit wir Modelle von Roboter erstellen, die wir zum Beispiel für die Simulation nutzen können, damit wir Regelungen für Roboter entwerfen und damit wir komplette, komplexe Hardware- und Softwarearchitekturen, die kognitive Fähigkeiten implementieren, auch realisieren können. Und ich hoffe, dass ihr am Ende von dem Semester hier mehr über dieses Gebiet, dieses faszinierende Gebiet hier erfahren werdet. Nicht nur in Form von coolen Videos und Bilder von Robotern, sondern von Wissen, Grundlagen der Mathematik, der Physik, der Informatik, maschinelles Lernen und ein bisschen auch Bildverarbeitung, um zu verstehen, was ist alles notwendig, damit ein Roboter eine Tasse greift. Ja? Also so eine einfache Aufgabe. Was werden wir in dieser Vorlesung behandeln? Ganz kurz hier und grob, also die mathematischen Grundlagen der Robotik. Ich habe es gerade angerissen. Also wie beschreiben wir Positionen von Objekten und Orientierungen von Objekten im Raum? Das ist natürlich extrem wichtig, wenn wir einem Roboter sagen sollen, er soll die Tasse greifen oder die Box, die schräg auf dem Tisch liegt oder den Türgriff. Deshalb müssen wir ja praktisch diese Positionen, Orientierungen auf die eine oder andere Art und Weise beschreiben. Dazu haben wir natürlich die Mathematik mit der linearen Algebra, Geometrie, Topologie. Wir werden sehen, dass diese Mathematik auch sehr wichtig ist, um zum Beispiel die Kinematiken von Robotern zu beschreiben. Also die Beschreibung von meinem Arm oder von einem Roboterarm, wie viele Gelenke sind dort verbaut, wie sind die Gelenke zueinander verbaut, welche Segmentlängen hat Oberarm, Unterarm, wenn wir von einem humanoiden Roboter sprechen, welche Massen und Trägheitsmomente haben die einzelnen Segmente,
Nun geht es vielleicht darum, dass man sehr schnelle Bewegungen realisieren will oder sehr genaue Bewegungen, wo man einer Trajektorie sehr genau folgen muss, zum Beispiel beim Schweißen. Und da geht es darum, dass man natürlich alle Trägheitsmomente, alle Veränderungen im System während der Bewegung auch berücksichtigen muss. Deshalb muss eine Dynamik her, das heißt, wir müssen so ein bisschen in die Physik mal gucken, wie beschreibt man die Dynamik von Mehrkörpersystemen, von rigiden, also starren Mehrkörpersystemen und wie sieht die Regelung für solche Systeme aus. Nun werden wir uns dann zentral hier in dieser Vorlesung, und das ist so ein bisschen natürlich angelehnt an Vorlesungen der Robotik, die man an anderen Unis weltweit findet, wo man mit diesen grundlegenden mathematischen Begriffen anfängt, wo man etwas zu Kinematik, zu Dynamik, zu Bewegungsplanung, also wie man kollisionsfreie Bewegungen plant in einem Raum mit Hindernissen, wo die Hindernisse vielleicht bekannt sind und statisch sind oder wo die Hindernisse dynamisch sind. Ja, also kann man sich vorstellen, das Gleiche im 2D für Autos, die autonom rumfahren, die müssen natürlich immer einen Weg planen und Kollisionen vermeiden. Aber für einen Roboterarm müssen wir natürlich das im dreidimensionalen Raum oder im euklidischen Raum machen. Da werden wir hier Algorithmen kennenlernen, mit denen wir sehr effiziente kollisionsfreie Trajektorien oder Roboterbahnen generieren können. Ein Großteil der Vorlesung wird das Thema Greifen sein, weil ich glaube, ohne Greifen und Manipulation hätte es nie Robotik gegeben. Ja? Also wenn ich mal versuche, jetzt Robotik als Gebiet mal mit Alleinstellungsmerkmalen zu identifizieren, dann würde ich sagen, naja, Manipulation und Greifen von Objekten ist eigentlich zentral. Ja? Deshalb wurden auch die ersten Roboter entwickelt, damit man die Automation oder die Produktion mal effizient gestalten kann. Und ich kann euch eins verraten, dass das Greifen beim Menschen eins der kompliziertesten Sachen sind und dass wir noch sehr wenig darüber wissen, wie Menschen so leichtfertig, also wirklich also kinderleicht Objekte greifen, beliebige Objekte in jeder Situation. Mal greift man einen Hammer zum Beispiel am Griff oder am Kopf, in Abhängigkeit von dem, was man damit machen kann. Und das lernen wir Menschen natürlich im Laufe der Zeit aus unserer Erfahrung. Und wir werden sehen, wie weit die Robotik davon entfernt ist, so ein kinderleichtes Greifen von alltäglichen Objekten realisieren. Dann werden wir kurz, und weil das eigentlich für das Greifen sehr zentral ist, stellt euch mal vor einen Tisch mit mehreren Objekten wie Tassen, Teller und Orangensaft drauf, und wir wollen ja Tassen oder Teller oder den Orangensaft greifen, also ohne dass wir die Umgebung wahrnehmen, können wir diese Positionen der Objekte gar nicht rausfinden. Deshalb werden wir hier einen kurzen Einriss oder Einblick in die Bildverarbeitung, und zwar die Algorithmen und die Methoden in der Bildverarbeitung, die für zum Beispiel das Greifen oder für das Visual Servoing relevant sind, hier machen. Dann werden wir uns mit zwei Themen beschäftigen, die ein bisschen so nicht klassisch, sage ich mal so, sondern Themen, die sich mit der künstlichen Intelligenz in der Robotik beschäftigen. Auf der einen Seite, wie können Roboter basierend auf einer gegebenen Szene und einem gegebenen Ziel einer Aufgabe einen Plan erzeugen, automatisch erzeugen, um das Ziel der Aufgabe zu erreichen. Also zum Beispiel, um den Orangensaft in den roten Becher einzuschenken, wo zum Beispiel dieser rote Becher grüner Becher zunächst mal steckt. Für uns Menschen ist es ganz trivial, ja, um Orangensaft in dem roten Becher zu servieren zu können, muss ich zunächst mal den grünen rausnehmen und dann einschenken und dann servieren. Ja, und dann werden wir sehen, was alles notwendig ist, damit diese Pläne, diese Sequenzen von Aktionen, die notwendig sind, um ein Ziel einer Aufgabe zu erreichen, automatisch erzeugt werden. Man nennt das symbolische Planung. Und dann werden wir uns natürlich mit der Programmierung von Robotern beschäftigen,
Programmierung nicht in dem Sinne, dass wir jetzt hier Programmiersprachen, also noch eine Programmiersprache für die Roboterprogrammierung hier behandeln werden. Natürlich gibt es solche Programmiersprachen für Roboter, sondern wir werden gucken, wie ist unsere Vision von der Programmierung der Roboter in der Zukunft. Woran arbeitet man speziell jetzt auch hier in Karlsruhe, um intuitive Programmierung von Robotern zu ermöglichen? Wir nennen das Programmieren durch Vormachen. Das heißt, wo ein Mensch tatsächlich demonstriert, wie eine bestimmte Aufgabe zu lösen ist und wo der Roboter aus dieser Demonstration lernen muss, welche Aktionen ausgeführt werden müssen, um diese Aufgabe nicht nur in dieser aktuellen Situation, sondern in unterschiedlichen oder anderen Situationen ausgeführt werden, realisiert oder werden kann. Es gibt hier eine ganze Menge von Literatur. Wir versuchen natürlich mit den Folien hier auch so umfassend wie möglich zu sein, dass ihr keine anderen Bücher braucht, um den Stoff hier zu verfolgen. Es gibt auch Übungsblätter dazu, aber es gibt eine ganze Menge von sehr guten bis exzellenten Büchern, die ich auch sehr empfehlen würde. Einmal gibt es ein Handbuch der Robotik mit fast 1600 Seiten zu allem, was halt in der Robotik so gibt. Der ist auch im KIT-Netz verfügbar als PDF. Hier kann man, die Folien werdet ihr im Ilias bekommen, dann könnt ihr das hier auch sehen. Dann gibt es ein Buch, was vergriffen ist, also den gibt es nicht mehr. Das ist hier dieses Gelbi Robotic Control Sensing Vision and Intelligence von Fu, Gonzalez und Li. Und zwei andere neue Bücher, die sehr aktuell sind. Einmal das Standardbuch von Peter Cork aus Australien, QOT, zum Thema Robotic Vision and Control, Fundamental Algorithms in MATLAB. Das ist tatsächlich, es gibt auch eine MATLAB Toolbox, Robotic MATLAB Toolbox von Professor Peter Cork, und das Buch und diese Toolbox, die sind miteinander verkettet oder verknüpft, kann ich sehr empfehlen, und wir werden uns an der einen oder anderen Stelle an dem Buch hier orientieren, werden auch einige Beispiele hier aus dem Buch oder in der MATLAB Toolbox hier durchführen. Ein neues, sehr genaues und interessantes, und neues meine ich letztes Jahr erschienen, ist das Buch Modern Robotics von Kevin Lynch und Frank Park, wo natürlich hier das Ganze mit der Mechanik anfängt, Planungsalgorithmen, Kontrollmethoden, kann ich auch sehr empfehlen, und es sind auch Exemplare von all diesen Büchern hier in der Universitätsbibliothek verfügbar. Für das vorletzte Kapitel, also symbolische Planung oder, wenn man so will, KI, das Buch Artificial Intelligence, A Modern Approach hier, was auch in der Uni-Bibliothek verfügbar ist. Also für die Leute, die sich auf dem Gebiet vertiefen wollen, würde ich sehr raten, natürlich eins dieser Bücher hier zu kaufen, vielleicht hier die drei, ohne jetzt Werbung für irgendeins zu machen. Okay, falls wir den Eindruck haben, dass einige Themen in diesen Büchern nicht abgedeckt werden, dann werden wir natürlich die entsprechenden Publikationen bzw. das entsprechende Material im Ilias Arbeitsbereich zur Verfügung stellen. Software habe ich erwähnt, wir werden auch einige Übungen hier machen, also werden verschiedene Programme kennenlernen und Softwarebibliotheken, die häufig in der Robotik verwendet werden. Also wir werden kein ROS hier verwenden, ja, für die Leute, die herkommen sind, um zum Beispiel etwas über ROS zu erfahren, sondern wir werden so grundlegende Tools, kleinere Tools, keine komplexen Softwarepakete, hier zum Beispiel MATLAB Robotic Toolbox, Robotics Toolbox von MATLAB, beziehungsweise ein Simulator, um Bewegungsplanung und Greifplanung hier zu visualisieren, zu simulieren, was wir hier entwickelt haben, und für die Bildverarbeitung grundlegende Funktionen der Python-Implementierung von OpenCV. Die Prüfung für die Informatiker ist Robotik 1 Stammmodul im Vertiefungsfach Robotik und Automation. Die Prüfung erfolgt schriftlich. Bei dieser Zahl von Studierenden können wir das nicht anders machen.
Das letzte Mal haben 600 Leute die Klausur mitgeschrieben. Und die Klausur im Wintersemester, die findet am 3. März statt um 17 Uhr in der Mensa. Ja, das ist wirklich kein Fehler, sondern das ist die einzige Möglichkeit, wo man so große Klausuren machen kann. Wir werden es probieren zum ersten Mal. Vielleicht kann man nach der Klausur eine Party machen dort in der Mensa. Und der Termin für die Klausur im Sommersemester wird bekannt gegeben. Das heißt, für diese Vorlesung wird die Klausur in jedem Semester angeboten. Im Wintersemester, aber auch im Sommersemester und im Sommersemester erfahrungsgemäß direkt nach dem Sommersemester und nicht im September oder Oktober. Wie ich bereits erwähnt habe, ich komme aus dem H2T, also hochperformante humanoide Technologien. Wir bieten eine ganze Menge von Vorlesungen für die Leute, die sich hier vertiefen wollen in der Robotik. Also Robotik 1, dann Robotik 2 und Robotik 3 im Sommersemester, dann tragbare oder anziehbare Robotertechnologien, eine ganze Menge von Praktika im Wintersemester, Lego Mindstorm und humanoide Roboterpraktikum, das ist ein Blockpraktikum. Dann im Sommersemester der Robotikpraktikum am KIT, also Roboterpraktikum und das Basispraktikum und Seminare, wie man sieht hier im Wintersemester, gerade das Seminar Humanoide Robotik bzw. das Seminar neuronale Netze und künstliche Intelligenz. Im Sommersemester das Seminar, das M3-Seminar Motion in Man and Machine und natürlich Praxis der Softwareentwicklung und Praxis der Forschung für die Informatiker unter euch. So gliedern sich die Vorlesungen in den Vertiefungsfächern der Informatik, des Informatikstudiengangs. Also wir haben ja die Vertiefungsfächer 11 und 12, das sind Robotik und Automation. Da sind wir, das ist die Stammmodulvorlesung für das Vertiefungsfach Robotik und Automation, für das Vertiefungsfach Anthropomatik und kognitive Systeme ist die Vorlesung Kognitive Systeme im Sommersemester das Stammmodul. Und man sieht hier Robotik 2, beziehungsweise ist in dem Vertiefungsfach 12, 1 in 11. Und die restlichen Vorlesungen, die kann man in beiden Vertiefungsfächern, wie es hier auf der Folie steht, anrechnen lassen. Das ist so eine Folie, die sagt, wer eigentlich oder wie diese Vorlesungen in den unterschiedlichen Modulhandbüchern von unterschiedlichen Studiengängen hier zu finden sind. Also wie man sieht hier, Vorlesungen im Bachelor für Informatiker, Informationswirtschaft, E-Techniker, Mechatronik und Maschinenbau und das gleiche auch im Master. Und das war kein Witz, wo ich nach Sportwissenschaftler gefragt habe, weil tatsächlich im Bereich tragbare Robotik oder humanoide Robotik sitzen eine ganze Menge von Sportwissenschaftlern auch in dem Seminar Motion in Man and Machine, wo es darum geht, Bewegungen des Menschen zu verstehen, Modelle von Bewegungen des Menschen zu erstellen und um sie zum Beispiel auf Roboter zu übertragen. Das heißt, auch hier die Studierende der Sportwissenschaften, die besuchen diese Vorlesung. Gut, wir sitzen in der Vorlesung Robotik 1. Ich halte in diesem Semester am Donnerstag um 9.45 Uhr auch die Vorlesung Mechanische Informatik in der Robotik. Das ist für Bachelor-Studenten unter euch und das soll eine sehr frühe Einführung in das Thema der modernen Robotik, also weniger jetzt hier auf diese klassischen Themen, die wir jetzt in der Vorlesung, die jeder Robotiker wissen muss, eingehen, sondern mehr so auf die prinzipiellen, grundlegenden Algorithmen in der Robotik, auf zum Beispiel dynamische Systeme, mit denen man Roboter beschreiben kann und Algorithmen des maschinellen Lernens, zum Beispiel um Aktionen zu lernen, zum Beispiel um Exploration von Objekten und Ähnliches. Für die Leute, die Interesse haben, die können am Donnerstag die Vorlesung besuchen bzw. reinschauen und gucken, ob das für sie auch von Interesse ist. Das sind die Seminare, ich will sie nicht mehr wiederholen, ich will nicht so weit, also keine weitere Zeit hier mit den Sachen verbringen. Die Folien, die werden im Netz stehen und alle Veranstaltungen könnt ihr im Elias bzw. auf unserer Webseite finden.
Ich habe es erwähnt, ich komme aus dem Institut für Anthropomatik und Robotik, das ist eines der Institute der KIT-Fakultät für Informatik, und an dem Institut beschäftigen wir uns mit dem Thema natürliche Robotik, aber auch mit dem Thema Anthropomatik. Anthropomatik die Wissenschaft der Symbiose zwischen Mensch und Maschine. Das heißt, wir entwickeln Methoden und Technologien, um eine bessere Lebensqualität des Menschen zu erreichen. Sei es jetzt Roboter, wie man hier in dem Beispiel sieht, die im Alltag uns unterstützen, sei es tragbare, augmentierende Roboter, Exoskelette oder Prothesen und Orthesen, oder sei es Sprachsysteme, die zum Beispiel Barrieren in der Gesellschaft überwinden sollen, also zum Beispiel Sprachübersetzer oder Bildverarbeitungsalgorithmen, Bildverarbeitungsmethoden als Grundlage von assistiven Systemen für Menschen mit körperlichen oder sensorischen Behinderungen. Und das sind einige Kollegen am Institut, Professoren, vielleicht kennt ihr den einen oder anderen, wie ich bereits erwähnt habe, von Bildverarbeitung zur Sprache, ja, also interaktive Systeme, zur Bildverarbeitung für Mensch-Maschine-Interaktion, Medizinrobotik, maschinelles Lernen, ein neuer Kollege, der am 1. Januar anfängt und die Vorlesung Maschinelles Lernen 1 hier in Karlsruhe hält. Und wie man sieht, hier 10 Lehrstühle mit ungefähr 150 Mitarbeitern, die an unterschiedlichen Aspekten der Robotik, von der humanoiden Robotik, wie in meinem Fall, bis hin zu Industrierobotik bzw. intelligenten Sensoraktorsystemen, Sprachübersetzer oder maschinelles Lernen für die Robotik. Und ich will ganz kurz auf unsere, also kurz nicht, sondern ich will auf unsere Forschungsthemen in meiner Gruppe eingehen, damit ich euch nur Einblicke und Eindrücke von dem, was wir lernen werden, in der Vorlesung geben kann. Ja? Das heißt, was machen wir? Wir sind hier ein ziemlich cooles Team. Ja? Das sind Informatiker, Mechatroniker, Maschinenbauer hier, wie man sieht, die sich mit dem Thema humanoide Robotik beschäftigen. Ich arbeite auf dem Gebiet seit zwei Dekaden. Also seit 1999, und wir erforschen humanoide Roboter, und zwar humanoide Roboter vom Scratch. Das heißt, wir bauen tatsächlich diese Roboter selber, deshalb geht es hier los mit Roboterdesign, deshalb natürlich eine sehr enge Zusammenarbeit mit dem Maschinenbau, mit E-Technik und Mechatronik. Ohne Mathematik gibt es gar nichts, und schwerpunktmäßig beschäftigen wir uns mit dem Thema Greifen. Und zwar Greifen natürlich in der humanoiden Robotik, aber jetzt aktuell im Falle von intelligenten Prothesen. Und zwar sowohl Greifen basierend auf visueller Information als auch auf haptischer Information, also Tastinformation, beziehungsweise die Kombination von beiden. Wir beschäftigen uns mit dem Thema Lernen, und zwar die Roboter, die sollen aus Beobachtung des Menschen lernen, wie ich eingangs erwähnt habe. Sie sollen Demonstrationen des Menschen, Vorführungen des Menschen verstehen und daraus ihre eigenen Programme automatisch erzeugen. Und sie sollen diese erzeugten Fertigkeiten oder Programme aus Erfahrung, ja, also basierend auf Erfahrungswissen, kontinuierlich verbessern. Also lernen from observation und experience. Und wenn wir vom Menschen lernen, dann müssen wir natürlich vieles über den Menschen verstehen. Am besten oder am ehesten natürlich über den menschlichen Körper. Also wie der menschliche Körper aufgebaut ist, wie bewegt sich der Mensch, wie generiert der Mensch seine eleganten, kinderleichten Bewegungen im Falle von Greifen, oder wie balancieren sich Menschen. Wie machen Menschen Prädiktionen, dass sie fallen werden in bestimmten Situationen, und welche Strategien nutzen sie aus, um das Fallen zum Beispiel zu verhindern? Wir bauen komplette Systeme, wie ich bereits erwähnt habe, also angefangen mit der CAD, mit der Konstruktion von Gelenken und Mechanismen, die dedizierte Hardware oder eingebettete Elektronik für die Regelung, bis hin zu kompletten Software-Hardware-Strukturen.
also komplexe Softwarearchitekturen, die Wahrnehmung, Planung, Lernen und Regelung und Steuerung integrieren. Und das ist, was wir hier mit dem Begriff Mechanoinformatik hier bezeichnen. Das heißt, diese synergetische Integration von Methoden der Informatik, der künstlichen Intelligenz und der Mechatronik, um Robotersysteme hier zu erschaffen. Ganz kurz einige Highlights von unserer Forschung, also Engineering von humanoiden Robotern. Das ist hier die Vision, ein Roboter, der im Haushalt uns unterstützt, den Tisch zum Beispiel hier aufräumt, die Geschirrspülmaschine belädt oder vielleicht auch andere Aufgaben für uns zu Hause übernimmt. Ganz zentral, wenn diese Roboter vernünftige Aufgaben für uns übernehmen sollen, dann müssen sie in der Lage sein, Objekte zu greifen und zu manipulieren. Ansonsten sind sie sinnlos und nutzlos. Sie sollen aus Beobachtung des Menschen und aus Erfahrung lernen. Und wir wollen natürlich mit diesen Systemen mit Hilfe von natürlicher Sprache interagieren und kommunizieren. Das sind ein paar der Roboter, die wir hier entwickelt haben, angefangen in meiner Doktorarbeit, damals der AMA 1, AMA 2, 3A, 3B, AMA 4, Teile von AMA 5, der anziehbar sein soll, und AMA 6. Und das sind so ein paar Kenndaten zu diesen Robotern. Also das ist jetzt kein, wenn man jetzt an einem Auto denkt oder an ein Spielzeugauto mit zwei Rädern oder vier Rädern mit vier Motoren, wo man lenken kann, geradeaus, links, rechts, Kurven machen kann. Das ist eigentlich nichts im Vergleich zu so einem System. Natürlich ist das Extremfall, humanoide Robotik. Es gibt viele Roboterarme mit nur ein paar Gelenken, sechs, sieben Gelenken, die in der Produktion oder im industriellen Kontext eingesetzt werden. Aber wir wollen uns die Beispiele aus der humanoiden Robotik hier in der Vorlesung betrachten. Wir haben insgesamt 43 Gelenke. Das heißt, wenn man jetzt hier Bewegungen für diesen Roboter plant und alle Gelenke mitbeziehen muss, dann ergibt sich ein Planungsproblem für kollisionsfreie Trajektorien in einem Raum der Dimension 43. Nur damit man so einen Eindruck von der Komplexität des Problems hat. Ich will auf die Details hier jetzt nicht eingehen. Das ist der AMA 3, vielleicht habt ihr ihn gesehen. Der AMA 4 mit 63 Gelenken, über 240 Sensoren. Dann der AMA 6, vielleicht das jüngste Mitglied hier der Familie, wie man sieht, ist nicht für Küchenaufgaben entworfen oder konzipiert worden, sondern für Wartungs- und Reparaturaufgaben in industriellen Umgebungen. Das Ganze hier entwickelt am KIT. Und natürlich, wenn wir Objekte greifen und manipulieren wollen, dann müssen wir die entsprechenden Endeffektoren haben. Das ist eine Auswahl an Roboterhänden, die wir im Laufe der Zeit entwickelt haben, pneumatisch getrieben, elektrisch getrieben, voll aktuiert, das heißt, wo man pro Gelenk einen Motor hat, oder unteraktuiert, wo man sieht hier nur zwei Motoren, die alle Finger dieser Prothesenhand steuern können. Im Bereich Greifen und Manipulation sind das hier Beispiele, die rote und die grüne Tasse, und der Roboter soll jetzt eine von denen greifen. Man sieht hier ein paar in dieser Ecke hier, was der Roboter eigentlich wahrnimmt. Das heißt, die Position der Objekte muss erkannt werden. Bring me the green cup from the sideboard. Man sieht hier die Interaktion, die Kommunikation mit dem Roboter erfolgt mit natürlicher Sprache, und diese natürlich sprachlichen Kommandos, die müssen letztendlich auf Motorströme abgebildet werden. Ja, das ist es, wenn ich sage, bring me the green cup from the sideboard. Das heißt eigentlich, aus diesem Satz müssen jetzt alle Kommandos für alle Gelenke, die betroffen sind oder notwendig sind, erzeugt werden und entsprechend die Bewegung ausgeführt werden. Ja, und es geht nicht nur um Tassen und einfach separat einzelne Objekte zu greifen, sondern solche komplexeren Tasks, wie zum Beispiel Einschenken, wie zum Beispiel hier die Manipulation von Objekten mit zwei Armen, oder wie zum Beispiel hier das Schieben von flachen Objekten, die auf dem Tisch liegen, damit man sie überhaupt greifbar macht, weil keiner von euch kann diese Schokoladenbox auf dem Tisch direkt greifen, ohne sie zum Beispiel zum Rand zu schieben oder ohne solche Pre-Manipulationsaktionen auszuführen.
Dann weitere Aufgaben, wo wir uns mit dem Thema Bildverarbeitung beschäftigen, beziehungsweise mit der Frage beschäftigen, wie können Roboter Objekte greifen, die sie noch nie gesehen haben. In den Beispielen vorher existieren Modelle von diesen Tassen und Teller und so weiter und so fort. Aber nehmen wir mal an hier, wir haben jetzt eine sehr komplexe Szene, wie man sieht hier, alle Objekte verdecken sich, der Roboter hat überhaupt keine Modelle darüber und der Roboter soll jetzt zunächst mal entdecken, wo ist eigentlich ein Objekt, wo sind die Grenzen von Objekten, wie kann ich ein Objekt von den anderen Objekten trennen bzw. segmentieren, vielleicht im Rahmen von diesem Prozess, wo er jetzt, wie man sieht hier in die Szene mal mit seinem Arm reinpusht, die Objekte lernt, dass er irgendwelche Merkmale bzw. Deskriptoren lernt und sagt, okay, das ist mit Sicherheit hier ein Objekt und ich kann mal hingehen, wie wir im nächsten Beispiel sehen, nachdem ich das mehrmals mache, ich kann mal hingehen und versuchen mal, diese Gegend mal zu greifen, weil bis jetzt ist das kein Objekt. Der Roboter kennt ja das Objekt nicht, das ist irgendwas in der Szene. Der Roboter zittert nicht, sondern das ist das Video. Ja, also das ist die Projektion hier. Vielleicht kann man das beseitigen, indem man auf Erweitert geht. Ja, kann man beseitigen. Ja. Und zwar grundlegend beseitigen. Probieren wir es jetzt. Das ist ganz schlimm. Ja, tut mir leid, kann ich jetzt hier, oder wir würden viel Zeit verlieren, wenn wir das Ganze versuchen hier zu korrigieren. Aber man sieht hier, nachdem der Roboter zwei oder dreimal dieses Objekt verschoben hat, da hat er hat er das Objekt segmentiert, also vom Hintergrund getrennt, sodass er das greifen kann und seinen Tastsinn auch hier verwenden kann, um zum Beispiel den Griff zu evaluieren. Viele von euch vielleicht hören viel über Deep Learning und was gerade passiert. Ohne Deep Learning kann man überhaupt nicht mehr leben, habe ich den Eindruck, ja, wenn man auf wissenschaftlichen Konferenzen und so geht. Wir arbeiten auch hier an Methoden, die uns erlauben, unbekannte Objekte zu greifen mit Hilfe von neuronalen Netzen, also tiefen neuronalen Netzen. Das ist eine Szene, wo man sieht hier alle diese Objekte. Natürlich, wir benutzen Alltagsobjekte oder Küchenobjekte, aber in dem Beispiel hat der Roboter die Modelle nicht. Und der soll jetzt ohne ein zugrunde liegendes Modell hier von diesen Objekten einen Griff generieren und dabei natürlich Kollisionen mit der Kante hier vom Tisch vermeiden. Das Einzige, was man hier braucht, eigentlich ein Modell von der Hand hier und dann tiefen Bilder, die von einer RGBD-Kamera hier geliefert werden. Und da sieht man hier, wie das neuronale Netz natürlich was trainiert werden muss anhand von vielen Daten, die wir in Simulation zunächst mal erzeugen, wie das neuronale Netz den besten Griff wählt und dann versucht natürlich diesen Griff so zu verändern, dass es am besten passt beziehungsweise die besten Erfolgschancen Aussichten hat. Noch zur physikalischen Mensch-Roboter-Interaktion, wo Mensch und Roboter gemeinsam Objekte manipulieren können und wo der Roboter die Intentionen des Menschen, also die Bewegungsintention des Menschen anhand von Kraftinformationen erkennen kann. Das heißt, wenn man gemeinsam mit einer Person ein großes, langes Objekt oder ein Tisch beispielsweise hier manipuliert, dann kann man merken eigentlich, ob der eine oder andere zieht oder schiebt, beziehungsweise ob man will, dass man eine Links- oder eine Rechtskurve machen. Das sind hier Beispiele, die auch hier wir betreiben. Lernen aus Beobachtung des Menschen und die Idee ist hier, dass wir ein Bewegungsalphabet erzeugen, ähnlich wie in der natürlichen Sprache, wo wir eine endliche Menge von Buchstaben haben und aus diesen Buchstaben Wörter, Sätze, Romane schreiben. Und die Idee ist hier tatsächlich aus Beobachtung des Menschen dieses Alphabet zu lernen, ja, mit einer endlichen Menge von Aktionen wie greifen, abstellen, einschenken, wischen,
schieben und so weiter und so fort. So viele unterschiedliche Aktionen machen wir eigentlich nicht. Ihr könnt euch mal überlegen, wie viele unterschiedliche Aktionen ihr macht und also wirklich unterschiedliche Aktionen macht, weil Wischen beispielsweise und Rühren, Zucker im Kaffee rühren, sind fast die gleichen Aktionen. Da brauche ich nicht mal zwei unterschiedliche Klassen dazu zu definieren. Und wenn man die ganze Sache so betrachtet, dann ist es vielleicht doch ein, oder es ist ja eine endliche Menge von Aktionen, mit denen man alles laufen, Treppen steigen, hoch, runter, stürzen und ähnliches. Aber es ist vielleicht weniger als 50, würde ich mal behaupten. Das ist unser Ziel, also wo wir Primitiven oder diese Buchstaben vom Alphabet lernen, aus Beobachtung des Menschen, wie man hier sieht, und nutzen, um Aktionen hier auszuführen. Und das machen wir jetzt nicht nur für einzelne Einzelarmbewegungen wie Greifen, Abstellen und Wischen, sondern für Ganzkörperbewegungen. Ein Mensch läuft zum anderen Tisch, greift die Colaflasche, holt den Schwamm oder mischt hier den Teig und so weiter und so fort. Und da wir vom Menschen, also vom Lehrer, unabhängig sein wollen, normalisieren wir alle diese Aufnahmen mit Hilfe von einem Modell des menschlichen Körpers mit 104 Bewegungsachsen, wie man sieht. Und wir können die Bewegungen hier segmentieren mit Hilfe von Methoden des maschinellen Lernens, sodass wir wissen, welche Posen des Körpers wichtig sind, zum Beispiel für die Haltungskontrolle, damit man nicht stürzt, oder welche Posen beim Treppensteigen sind interessant und wichtig. Und das ist unser Ziel. Der Menschen, natürlich hier, der Mensch ist vermarkert, deshalb generieren wir Daten, erzeugen wir Daten, große Datenmengen. Wir haben eine der großen Bewegungsdatenbanken der Welt von Ganzkörperbewegungen, wenn nicht überhaupt die größte. Und mit Hilfe von diesen Daten können wir Bewegungen für Roboter generieren. Und da sieht man hier ein Beispiel. Wir haben Bewegungsdaten aufgezeichnet für unterschiedliche Arten des Laufens, also über diese Wippe, Treppen hoch mit Hand, mit Geländer, über Steine, Treppe runter ohne Geländer. Und basierend auf diesen Daten können wir tatsächlich Bewegungen für einen humanoiden Roboter, für den AMA 4 bzw. für den HRB 4 aus Japan hier erzeugen. Und das Gleiche machen wir zum Beispiel vor dem Fall Balancieren. Da sieht man hier einen Mensch, der auf einem Bein steht. Natürlich Bewegungen vom Oberkörper oder der Arme sind Störungen, die kompensiert werden müssen. Und da sieht man hier, wie praktisch dieser Prozess hier erfolgt. Das heißt einmal die Abbildung auf diesem Referenzmodell vom Menschen und dann das Testen von der resultierenden Bewegung in der Simulation. Und anschließend natürlich das Testen auf dem realen Roboter. Und auf dem Weg haben wir, also auf dem Weg, so ein Bewegungsalphabet für menschliche Bewegungen zu erstellen, haben wir eine Art Taxonomie vorgeschlagen, 2015/16. Und diese Taxonomie besteht aus 46 unterschiedlichen Posen, ja. Und diese Posen sind definiert anhand der Anzahl der Kontakte mit der Umgebung. Also hier haben wir, wenn ich auf einem Bein stehe oder auf einem Knie, dann habe ich nur einen Kontakt mit der Umgebung. Hier stehe ich auf zwei Beinen, zwei, drei. Hier stehe ich auf einem Bein und halte den Türgriff oder stehe ich auf einem Bein und lehne mich gegen die Wand und so weiter und so fort. In der dritten Zeile haben wir drei Kontakte mit der Umgebung und in der vierten Zeile haben wir vier Kontakte mit der Umgebung. Ist eigentlich trivial, oder? Und das Besondere hier, natürlich, wenn wir hier liegen, dann haben wir Flächenkontakt mit der Umgebung, sind unglaublich stabil und uns kann nichts erschüttern. Während wenn wir hier nur auf einem Bein stehen, dann sind wir am wenigsten stabil. Das heißt, da können wir immer aus der Ruhelage bzw. Fallen. Und das Interessante ist, in dieser Taxonomie sind diese Linien. Und diese Linien beschreiben für uns Transitionen zwischen Posen. Das heißt, wenn ich jetzt hier auf ein Knie bin und ich will auf ein Bein gehen, dann gehe ich hier von 1,2 auf 2,7 und von 2,7 auf 1,1. Wenn ich eine Tür in der Nähe habe, dann kann ich, wo ich mich festhalten kann, dann kann ich von 2,7 runtergehen auf 3,12, von 3,12 hoch auf 2,2. Ich stehe, während ich mich hier festhalte und dann gehe ich auf 1. Ja?
Das heißt eigentlich, man hat durch diesen Graphen hier eine Art, mit der man Bewegungen generieren kann, indem man nur einen Pfad in diesem Graphen sucht. Und das war ein theoretisches Konzept, was wir natürlich analysiert oder evaluiert haben, weil wir so viele Bewegungsdaten haben, wie ich bereits erwähnt habe, haben wir geguckt, ja, was ist eigentlich Treppensteigen, aus wie vielen unterschiedlichen Posen, also Buchstaben, besteht ja Treppensteigen mit Handgeländer, mit Geländer. Und da sieht man eigentlich, dass diese Bewegung durch diesen automatisch generierten Graph beschrieben werden kann. Das heißt, ich stehe zunächst mal auf zwei Beinen, dann hebe ich einen Fuß hoch, dann wieder auf zwei Beinen. Während ich auf zwei Beinen bin, berühre ich das Geländer hier. Und während ich hier mich festhalte, hebe ich meinen Fuß hoch und dann wiederum hier in diese Situation, dann wieder zurück, dann 7, 8 und so weiter und so fort. Das heißt, man sieht eigentlich, dass diese Bewegung sich beschreiben lässt mit Hilfe von 4 unterschiedlichen Posen. Ja, und das ist hier die zeitliche Reihenfolge, mit der diese Posen hier auftreten. Wir haben es natürlich nicht nur vor Treppensteigen, sondern vor eine Vielzahl von Bewegungen hier gemacht. Man sieht hier immer, dass Posen auftreten in jede Aktivität, die der Mensch hier ausführt, die Teil von dieser Taxonomie. Und man sieht immer die zeitliche Reihenfolge, mit der diese Posen auftreten. Was bedeutet das eigentlich? Das bedeutet, wir können jetzt für jede Aktivität oder für jede Handlung des Menschen solche Sequenz von Buchstaben oder von Posen erzeugen, indem wir im Graph suchen. Aber im Graph zu suchen, das ist natürlich vielleicht, gibt es mehrere Möglichkeiten, wie man das hier macht. Und was wir machen, wir nutzen Methoden von der natürlichen Sprachverarbeitung. Ja? Das heißt, in der Spracherkennung ist es so, verwendet man zum Beispiel N-Gramm-Modelle und diese N-Gramm-Modelle machen eine Prädiktion über das NT-Wort im Satz, wenn wir die N-1-Wörter kennen. Und da jetzt diese Posen hier unsere Wörter sind, dann wenn wir die letzten N-1-Posen kennen, zum Beispiel die letzten 4 Posen kennen, dann können wir eine Prädiktion machen, was ist die 5. Pose sein, was kann die 5. Pose sein. Und da sieht man hier, dass man auf die Art und Weise komplexe Probleme in der Robotik, also das ist so ein Beispiel, wo die Rechenzeit für diese Aufgabe Stunden dauert und wo man mit Hilfe von diesem Ansatz hier, also die Verwendung von sogenannten N-Gramm-Modellen, in dem Fall hier ein 5-Gramm-Modell, das auf eine sehr effiziente Art und Weise machen kann. Und wie ich bereits erwähnt habe, natürliche Kommunikation, die intuitive Programmierung von Robotern ist für uns sehr zentral und deshalb wollen wir tatsächlich aus Sprache oder aus Text direkt Bewegung erzeugen. Da sieht man hier ein Beispiel, da wir so große Mengen von Daten, die annotiert sind, können wir anhand von der Bewegung hier einen Satz erzeugen, ja, der beschreibt, was gerade passiert, beziehungsweise welche Bewegung gerade ausgeführt wird. Und wir werden gleich auch die andere Richtung, ja, wo man einen Text als Input eingibt und dann basierend auf diesem Text die Bewegung generiert wird. Das Ganze wird natürlich hier, das ist ein datengetriebener Ansatz mit bidirektionalen rekurrenten neuronalen Netzen. Natürlich mit diesen Daten, die man hat, die annotiert sind, kann man sowas machen. Es gibt natürlich, das ist ein sehr aktives Forschungsthema, wo Leute vom Video solche Beschreibungen erzeugen. Also nicht von Bewegung, die beschrieben ist mit Hilfe von diesem Modell des menschlichen Körpers. Das ist eher einfach im Vergleich zur Generierung von diesen semantischen Szenenbeschreibungen aus Videodaten. Es gibt Gruppen, die sich damit beschäftigen, natürlich sprachliche Beschreibungen von beliebigen Videos, zum Beispiel von YouTube-Videos zu erzeugen. Und wir haben gerade hier die andere Richtung gesehen, also wo Text-Input war, der Input Text war und der Output ist die Bewegung, die dieses System erzeugt. Ja, und ganz kurz hier, wie man alles zusammenbringt, also das heißt Bewegungsplanung, natürliche Regelung, aber auch komplexe Art Strukturen, die man hier braucht, um Perzeption
maschinelles Lernen und maschinelles Lernen, natürliches Sprachverstehen zu integrieren. Und da sieht man hier ein Beispiel, wie der Roboter einen Menschen unterstützt beim Vorbereiten von Abendessen. Der Roboter kann ja greifen, manipulieren und Sachen abstellen. Aber es geht hier darum, dass der Roboter bestimmte Sachen in einem Plan, die fehlen, ersetzen kann durch Sachen, die die gleiche Funktionalität haben. Also zum Beispiel die Salatschüssel werden wir gleich sehen hier. Der Roboter kennt eine bestimmte Salatschüssel und man will Salat vorbereiten. Und der wird diese Salatschüssel nicht finden, sondern der wird jetzt hier diese Orangeni-Mischschüssel, das ist die Salatschüssel, die der Roboter kennt, aber anhand von der Form kann er schlussfolgern, dass dieses Objekt auch benutzt werden kann, um etwas reinzutun, ja? In dem Fall, um Salat vorzubereiten. Natürlich entscheidet der Roboter basierend auf seinem Wissen über die eigenen Aktionen, welche Aktionen soll er selber machen und welche muss der Mensch durchführen. Zum Beispiel greifen von Besteck oder von Teller kann der Roboter selber nicht machen und deshalb macht der Mensch oder schneiden vom Salat macht auch der Mensch, wie wir hier in dem Beispiel sehen. Was ich damit hier sagen will, dass um diese, einfache Aufgaben zu realisieren, eine ganze Menge von Wissen und ein perfektes Zusammenspiel von vielen Komponenten der Regelung, der Wahrnehmung, der Planung und zusammenarbeiten werden, also ein perfektes Zusammenspiel geben muss, damit man überhaupt sowas realisieren kann. So, und das ist, geht nicht nur darum, jetzt hier diese Demos zu realisieren oder diese Aufgaben in der Küche zu erledigen, sondern es geht darum zu verstehen, wie kognitive Architekturen bei technischen Systemen implementiert sind. Also hier sieht man ein Beispiel, wo wir mit Hilfe von tiefen neuronalen Netzen ein sogenanntes episodisches Gedächtnis des Roboters realisiert, also indem wir Erfahrungswissen, also was der Roboter so gesehen hat, in einem sehr niedrigdimensionalen Raum speichern. Und wenn der Roboter ähnliche Beobachtungen sieht, dann kann er die passenden Episoden aus seinem Gedächtnis holen und sagen, der Mensch bereitet jetzt gerade Eier, schlägt die Eier und da kann ich vielleicht helfen, ich kann das oder jenes machen. Und der erzeugt hier Pläne, auf die Details will ich jetzt hier nicht eingehen, die berücksichtigen, wie viel Zeit hat der Roboter überhaupt, um eine bestimmte Aufgabe durchzuführen. Das heißt, er muss auch bei der Generierung von dem Plan wissen, welche Aktionen soll er, muss er wie beschleunigen, damit er die Aufgabe innerhalb von bestimmten Zeitlimits realisieren kann. So, ganz kurz zu einem neuen Gebiet, wo wir vor 2 Jahren angefangen haben, den AMA-6 zu entwickeln. Man sieht hier in grün, der Roboter hat 2 Arme, eine mobile Plattform, einen Kopf und so weiter und so fort. Und das Besondere ist, dass dieser Roboter, also eigentlich von der mechatronischen Seite Fähigkeiten hat, die weit über das, was ein menschlicher Arm kann. Also zum Beispiel der Roboter oder die Arme, die können sich Oberarm bzw. Schultergelenke und Unterarm, die können sich beliebig drehen, also endlos drehen. Und damit kann man beispielsweise vorne und hinten manipulieren, ohne dass man den Roboter oder diese mobile Plattform bewegen muss. Warum haben wir das entwickelt? Wir haben das entwickelt, weil wir wollen, sieht man hier ein paar Beispiele, also man sieht hier, dass die Beweglichkeit der Arme, und da werden wir hier, wenn wir über das Thema Kinematik zu sprechen kommen, werden wir ein bisschen genauer darauf eingehen und sehen, was da drin implementiert ist und welche Konsequenzen so eine endlose Rotation auf die mathematische Beschreibung der Position der Hand, die notwendig ist für das Greifen, hat. Man sieht hier das intuitive Führen des Roboters und so weiter und so fort. Und das wurde realisiert, um Technikern bei Wartungsaufgaben in einem Online-Lager von einem Online-Supermarkt, also Lagerhausumgebung, zu unterstützen.
Und das ist so eine Reparaturaufgabe, wie man sieht hier, da soll diese Abdeckung vom Fließband runtergenommen werden. Diese Aufgabe wird normalerweise von zwei Personen durchgeführt. Eine ist der Techniker, das ist der Experte. Und der zweite, der steht eigentlich nur da und hält die andere Seite. Oder wenn der Experte, Techniker auf der Leiter steht, reicht das eine Objekt nach dem anderen, beziehungsweise nimmt diese Objekte entgegen. Und das soll dieser Roboterassistent hier machen, Roboterassistent machen, und der soll erkennen, wenn ein Mensch Hilfe benötigt. Der Techniker soll nicht schreien, gib mir jetzt das, komm mal, hilf mir, sondern der Roboter soll tatsächlich autonom erkennen, wenn ein Mensch Hilfe benötigt. Zum Beispiel basierend auf Sprache, das ist ziemlich einfach, wenn ich sage, komm, hilf mir, das zu tragen. Oder basierend auf Kraft oder haptische Information beim gemeinsamen Tragen von einem Objekt, wo der Roboter merkt, dass der Mensch vielleicht Probleme gerade hat und dass der Roboter durch ein Umgreifen die Belastung auf den Menschen reduzieren kann. Oder natürlich basierend auf das, was der Roboter sieht. Ja, er sieht, er hat die Aufgabe, dieses Fließband zu reparieren. Er sieht, es gibt nur einen Techniker dort und das ist eine Aufgabe, die normalerweise zwei benötigt. Daraus kann er schlussfolgern, dass er jetzt vielleicht seine Hilfe hier anbieten kann. Und das sind nicht nur, das sind hier Beispiele, die wir in der Vorlesung nutzen werden für unterschiedliche Sachen, zum Beispiel für die Navigation, kollisionsfreie Bewegungsplanung, um dieses Werkzeug mal jetzt hier abzustellen. Oder hier für die gemeinsame Manipulation von Objekten, nicht nur die Entnahme von dieser Abdeckung, sondern auch das Wiederanbringen von dieser Abdeckung, wenn der Reparaturvorgang abgeschlossen ist und so weiter und so fort. Ganz neu arbeiten wir daran, dass wir diese Technologien ein anderes Anwendungsgebiet, unglaublich wichtiges Anwendungsgebiet bringen, und zwar Dekontamination von nuklearen Anlagen. Und da sieht man hier, wie diese Dekontamination, das sind so kontaminierte Anlagenteile, die von Menschen natürlich gegriffen werden sollen, auf einem Tisch oder Drehteller hier kommen sollen und dann mit Hilfe von einem Wasser- oder Sandstrahl mit Reinigungsmittel kontaminiert werden, also von Radioaktivität, und in einem neuen Kompetenzzentrum hier für Robotersysteme, für die Dekontamination menschenfeindlichen Umgebungen, wollen wir unter anderem natürlich diese humanoide Technologien verwenden und schauen, wie solche Aufgaben von einem Roboter hier durchgeführt werden können. Das sind natürlich keine bekannten Objekte, weil die Anlagen, die werden beliebig zersägt. Man hat keine Modelle von den Teilen. Deshalb muss der Roboter zunächst mal basierend auf der visuellen Information eins dieser Teile mal greifen und dann ein Modell von diesem Teil mit Hilfe von seinem Kamerasystem, was er jetzt gerade hier macht, erstellen, um zu wissen, wie man dieses Objekt manipulieren soll, um es zu reinigen. In dem Fall hier soll also exemplarisch angedeutet hier, die Reinigung soll erfolgen, indem man diesen Stab oder dieses Objekt in diesem Fass mit Wasser reintut und ein bisschen mal dreht. Aber natürlich die echte Reinigung, die wird anders, wahrscheinlich anders sein. So, das wäre genial natürlich, wenn man es schafft, wenn diese Menschen, die diese Arbeiten hier machen, solche Arbeiten in der Zukunft nicht machen müssen und dass diese Roboter sowas übernehmen. Genau, wir arbeiten an tragbarer Robotik, also augmentierende Exoskeletons, zum Beispiel für die Erweiterung von motorischen Fähigkeiten, zum Beispiel hier beim Tragen von schweren Objekten, aber später auch natürlich für die Rehabilitation von Menschen mit motorischen Einschränkungen. Und ganz besonders arbeiten wir an intelligenten Prothesen. Da sieht man hier, das ist eigentlich so ein Transfer in die andere Richtung. Wir haben fast 20 Jahre lang im Bereich humanoide Robotik gearbeitet, Methoden für das Greifen entwickelt, und jetzt übertragen wir diese Methoden zurück in die Prothetik oder transferieren wir diese Methoden zurück in die Prothetik. Das ist eine Roboterhand, die hat zwei Motoren und die kann ungefähr 80% der Griffe der menschlichen Hand, die normalerweise 21 Motoren hat, realisieren. Die hat auch eine Kamera, wie man sieht hier, und mit Hilfe von dieser Kamera
das ist alles implementiert so auf einem ARM-Mikrocontroller mit 2 Megabyte Flash und 2 Megabyte RAM. Und auf diesem eingebetteten System ist ein tiefes neuronales Netz implementiert, was die Objekte erkennt. Und wenn natürlich diese Objekte erkannt werden, dann selektiert die Hand automatisch einen passenden Griff und kann natürlich die Orientierung auch anpassen. Wenn der Benutzer, der die Hand trägt, seine Hand dreht in die eine oder andere Richtung, kann die Hand automatisch oder autonom die Orientierung anpassen, sodass der Griff erfolgreich wird. Das ist natürlich eine sehr große Erleichterung für Prothesenträger, die normalerweise in einem komplexen Trainingprozess unterschiedliche lernen müssen, wie man unterschiedliche Kommandos an deren Prothese schicken soll. Mit Hilfe von diesen Techniken werden Prothesenträger nur eine ganz wenige Anzahl von Kommandos erzeugen müssen, mit Hilfe von Kontraktion von Muskeln, zum Beispiel 2 oder 3, die man leicht natürlich durch unterschiedliche EMG-Muskelmustern erzeugen kann. Das heißt, damit wird man auf jeden Fall, oder das System würde denen eine große Hilfe darstellen oder sein. Genau, jetzt kommen wir zu, das ist jetzt vielleicht so ein Überblick über das, was wir in Karlsruhe hier machen im Bereich Robotik. Und wie man sieht, wir fokussieren uns hier speziell auf humanoide Robotik in meinem Lehrstuhl. Es gibt andere Lehrstühle, die sich mit der Industrierobotik beschäftigen. Aber die humanoide Robotik oder Beispiele aus der humanoiden Robotik werden wir in der Vorlesung verwenden, angefangen von der Kinematik bis zum Greifen, symbolische Planung oder Lernen aus Beobachtung des Menschen. Und was wollen wir in dieser Vorlesung lernen? Ganz kurz eine Einführung, Begriffsbildung. Der Begriff Roboter stammt von Karl Kepik, ja, von 1920. Das ist ein tschechischer Schriftsteller, der den Begriff in seinem Roman R.U.R. Geprägt hat. Und für ihn ist ein Roboter im Gegensatz zu einem Menschen eine rastlos arbeitende Maschine. Natürlich gibt es in der Robotik und gerade in der aktuell autonomen Systeme-Robotik große Diskussionen über ethische, rechtliche und legale Implikationen von diesen Technologien. Wenn das Auto jemanden überfährt, wer trägt Schuld und so weiter und so fort. Das ist natürlich in der Robotik eine hochaktuelle Diskussion die ganze Zeit. Das ist nicht neu für die Robotik, sondern wie man sieht hier 1942 wurden die Asimov-Gesetze hier formuliert, und zwar in seinem Kurzroman Run Around. Und diese Gesetze, die sagen, wer kennt sie nicht eigentlich? Oder wer kannte sie? Okay, wer kannte sie nicht? Ah ja, doch einige. So, das heißt, ein Roboter darf keine Menschen verletzen oder durch Untätigkeit zu Schaden kommen lassen. Ja, also der Roboter ist auf jeden Fall ein Freund des Menschen. Ja? Und eigentlich neulich gibt es auch ein Nulting-Gesetz, wo man jetzt nicht über einen Menschen spricht, sondern über die Menschheit. Das heißt, Roboter dürfen nie die Menschheit oder etwas tun, was die Menschheit gefährdet. Aber egal, ihr könnt ja, es gibt viele Artikel und Ähnliches hier zu diesen Sachen, könnt ihr lesen, aber ein Roboter darf keine Menschen verletzen oder durch Untätigkeit zu Schaden kommen lassen. Das zweite Gesetz, ein Roboter muss den Befehlen eines Menschen gehorchen, es sei denn, solche Befehle stehen im Widerspruch zum ersten. Ja, das heißt, wenn der Mensch sagt, ja, du sollst ihn eine hauen, ja, der Roboter, also das wäre der Befehl, der Roboter soll jemandem jetzt eine verpassen, und das ist natürlich ein Widerspruch hier zum Gesetz 1. Solche Befehle sollen Roboter oder dürfen Roboter überhaupt nicht gehorchen oder nicht gehorchen. Und dann das dritte Gesetz, ein Roboter muss seine eigene Existenz schützen. Ja? Solange dieser Schutz nicht mit dem ersten oder zweiten Gesetz kollidiert. Ja? Was bedeutet das eigentlich? Wenn ich jetzt zu einem Roboter sage, vernichte dich, dann soll er sich kaputt machen, oder? Würde er das machen, oder was meint ihr nach diesen Gesetzen hier?
Genau, er muss die Befehle eines Menschen gehorchen, und wenn wir das hinkriegen, dann wird er sich tatsächlich, dann hätten wir überhaupt keine Bedenken und Ängste und so weiter und so fort. Aber es kann natürlich was aus den Rudern laufen. Also das sind die drei Gesetze, das ist jetzt nicht nur eine Historie, sondern da gibt es in den unterschiedlichen Gremien bzw. Societies, wie zum Beispiel IEEE Robotics and Automation Society oder EU Robotics, also die Association der Robotik in Europa, gibt es die entsprechenden Ethikkommissionen, ja, also zum Beispiel hier Technical Committee on Robotic Ethics, wo man sich natürlich über diese aktuellen Fragestellungen sich Gedanken macht und Regulierungen für den Einsatz von autonomen Robotern oder KI-Robotern in der Gesellschaft. Und da geht es natürlich auch um viel mehr. Natürlich darf ein Roboter einen Menschen nicht verletzen. Deshalb ist das Thema Safety oder Sicherheit ein großes Thema. Das ist vielleicht eines der großen Themen, warum tatsächlich diese Roboter nicht Hand in Hand mit einem Menschen in der Fabrik bis heute arbeiten, wie man es so gerne hätte. Ja? Deshalb sind die Roboter noch in diesen Käfigen, weil wir können noch nicht so komplett für die Sicherheit des Menschen garantieren. Da müssen wir erfassen, wie der Mensch sich bewegt, der Roboter sich bewegt und extrem schnell darauf reagieren, wo man natürlich in der Produktion Roboter hat, die extrem schwer sind, sich schnell bewegen, und wenn sie natürlich mit einem Menschen kollidieren, dann ist es eine gefährliche Sache. Das heißt, es ist einmal die Safety. Dann ist natürlich die Aspekte der Security, also die ganze IT-Security-Debatten und Fragestellungen oder ungelösten Probleme, die man im IT-Security-Bereich lösen muss, müssen auch für die Robotik gelöst werden. Ja, also was garantiert uns, dass natürlich die Daten, die Kommandos, die zu den einzelnen Controller oder Reglern geschickt werden, nicht von irgendeinem Angreifer manipuliert wurden. Ja, sodass der Roboter statt jetzt hier anzuhalten, weiterzumachen oder zu beschleunigen und Fahrt nimmt. Und natürlich geht es auch um Fragestellungen der Privatheit der Daten. Ja, also das heißt, alle diese Daten, die der Roboter jetzt in einer Küchenumgebung oder bei euch zu Hause sammelt und speichert und verarbeitet, um irgendetwas zu machen, die müssen natürlich geschützt werden und müssen natürlich gemäß den Regulierungen für Privatheit der Daten und so weiter ein Verb. Mir fehlt ein Verb. Genau, aber ihr versteht, was ich meine. So, im Kontext Industrie hat man Roboter definiert als frei programmierbare, multifunktionale Manipulatoren mit mindestens drei unabhängigen Achsen, also 1990 wohlgemerkt, um Materialien, Teile, Werkzeuge und Geräte auf programmierten, variablen Bahnen zu bewegen zur Erfüllung verschiedener Aufgaben. Also das war der Anfang. Tatsächlich in der Produktion wollte man die Produktion automatisieren. Und dann kamen die ersten frei programmierbaren, sag ich mal, Maschinen oder Anlagen. Im Kontext der Wissenschaft eine Definition von Thomas Kristaller hier von 2001. Roboter sind sensomotorische Maschinen. Und man merkt schon, da geht es jetzt nicht nur um Mechanik, sondern es geht mehr um das Verstehen von menschlicher Kognition, ja, oder menschlicher Intelligenz, um Systeme zu bauen, die Erweiterung der menschlichen Handlungsfähigkeit darstellen. Das heißt, sie bestehen aus mechatronischen Komponenten, Sensoren, rechnerbasierten Kontroll- und Steuerungsfunktionen. Die Komplexität des Roboters unterscheidet sich deutlich von den Maschinen durch die große Anzahl von Freiheitsgraden, also 3 war oben. Heute natürlich in Industrierobotik 6 und 7 Freiheitsgraden sind fast Standard, also 6 auf jeden Fall und 7 Roboter mit 7 Freiheitsgraden kommt langsam, aber sicher. Und die unterscheiden sich natürlich in dem Umfang von diesen Industrierobotern, Umfang der Verhaltensformen, die diese Roboter aufweisen bzw. besitzen. Im Lexikon der Informatik findet man auch den Begriff Robotik als ein interdisziplinär ausgerichtetes Forschungsgebiet,
bei dem im Mittelpunkt mechanische Vorrichtungen und geeignete Steuereinheiten selbsttätig komplexe Aufgaben verrichten. Und das gilt jetzt hier nicht nur jetzt für Roboter mit menschenähnlicher Gestalt, wie die, die man jetzt aus Science Fiction kennt, sondern für, oder bis jetzt sind die meisten eingesetzten Roboter keine humanoiden Roboter oder haben keine menschenähnliche Gestalt, sondern stationäre Manipulatoren, also stationäre Arme, die durch Programmierung für wechselnde industrielle Aufgaben eingesetzt werden. Also zum Beispiel Schweiß-, Lackierarbeiten im Automobilbau. Und das sind natürlich diese Fertigungsstraßen, wo die Roboter diese Aufgaben erfüllen, aber die immer wieder umprogrammiert werden, wenn man ein neues Produkt erstellen will. Weil wenn man jetzt dieses Automodell erstellt hat und man will natürlich Schweißaufgaben machen für das andere Modell, muss man die Roboter umprogrammieren. Umprogrammieren bedeutet natürlich die komplette Anlage stoppen, die Roboter-Experten holen, die diese Roboter programmieren können. Und dann die neuen Programme für das neue Modell erstellen. Das kostet Zeit und das kostet vor allem Geld, weil die Produktion gestoppt wird und weil diese Roboter-Experten, naja, keine billigen Stundensätze haben. Ja. Robotik in Wikipedia, wenn man heute in Wikipedia mal anguckt, das ist jetzt von 2017, was ich ja heute nochmal geprüft habe, dass es sich daran nichts geändert hat. Das Themengebiet der Robotik, auch Robotertechnik, befasst sich mit dem Versuch, und das wird jetzt spannend, das Konzept der Interaktion mit der physikalischen Welt auf Prinzipien der Informationstechnik sowie auf eine technisch machbare Kinetik zu reduzieren. Ja, das heißt, Roboter sind nicht nur diese automatisierten Maschinen, die immer wieder umprogrammiert werden können, um ein bestimmtes Produkt oder bestimmte Aufgabe in der Produktion zu erledigen, sondern Roboter sind Maschinen, die durch die Interaktion, die ihre Intelligenz durch die Interaktion mit der Umgebung eigentlich lernen. Nur indem ich mit diesem Tisch interagiere, lerne ich, dass er nicht verschiebbar ist. Ja? Da kann ich eine ganze Mathematik nehmen und alles beschreiben, meine Bewegungen und so weiter und so fort. Ohne diese Interaktion mit der Umgebung kann ich nicht lernen, dass ich bestimmte Kräfte in den Fingerspitzen ausüben muss, damit ich ein Objekt ohne Rutschen hochheben kann. So, das sind nur einfache Beispiele. Das heißt, diese Interaktion, diese physikalische Interaktion mit der Umgebung ist die Quelle für das Entstehen von intelligenten Fähigkeiten in Robotern. Und wir versuchen hier Systeme oder Roboter zu bauen, die tatsächlich diese Interaktion mit der Umgebung nutzen, um ihre Fähigkeiten zu akquirieren und um ihre Fähigkeiten zu verbessern. Und man kann es ahnen, das ist natürlich klar, brauchen wir die Körper von diesen Robotern. Wir müssen die Mechanik, die Elektronik, die Motoren, die Sensoren und so weiter. Also wir brauchen alles, was wir so als Körper im Menschen haben, auch bei einem Roboter. Natürlich aus Metall und nicht jetzt aus Muskeln und Blut und Knochen und Ähnliches. Also wir brauchen auf jeden Fall einen Körper, aber was wir unbedingt brauchen, sind Methoden, die tatsächlich diese intelligenten Fähigkeiten lernen oder mit denen solche intelligenten Fähigkeiten gelernt werden können. Und das ist auf jeden Fall ein wesentlicher Bestandteil der Informatik, denn die künstliche Intelligenz oder maschinelles Lernen sind wesentliche Bestandteile der Informatik. Das heißt, Ziel der Robotik ist es, durch die Programmierung ein gesteuertes Zusammenarbeiten von Roboter, Elektronik und Robotermechanik herzustellen, unter Berücksichtigung der Interaktion mit der Umgebung. Zur Geschichte, ich will euch nicht langweilen, aber ihr könnt ja, also im ersten Jahrhundert nach Christus wurde hier dieses Altar, wie man sieht hier, die Türen gehen automatisch auf, wenn hier die Temperatur sich erhöht, Wasser verdampft, kommt hier in diesem Behälter und dann zieht das nach unten und dann geht die Tür auf. Man sieht eigentlich, das ist nichts anderes als ein Automat.
ja, zu Beginn. Das sind irgendwelche automatisierten Vorgänge, die man auch Roboter nennen kann. Oder die erste vierbeinige Laufmaschine aus China, die 200 bis 250 Kilogramm Nutzlast mit einer Geschwindigkeit von 10 Kilometer pro Tag, also im dritten Jahrhundert nach Christus hier. Oder Leonardo da Vinci im 15. Jahrhundert, wo er den ersten humanoiden Roboter mehr oder weniger, also in Form von einem Soldaten aufgebaut hat. Oder die mechanische Ente, die die Flügel schlagen kann, Körner, Wasser trinken, Körner essen kann und verdauen kann und so weiter und so fort. Und hier der programmierbare Webstuhl über Lochkarten im 18. Jahrhundert. Weitere Beispiele hier, zum Beispiel hier der Haushaltsroboter Televox als Schaltzentrale für den Haushalt. Man sieht das jetzt wie Stromkasten eigentlich, wo man alles Mögliche einschalten kann. Beziehungsweise der erste, würde ich mal sagen, erste Durchbruch, echte Durchbruch in der Robotik kam 1959, 1960, wo Georg Devol und Joseph Engelberger den ersten Industrieroboter Unimate entwickelt haben, der hydraulisch getrieben wurde und mit einem Computer gesteuert wurde. Also die Computertechnik, die war auch damals nicht so natürlich fortgeschritten, aber trotzdem war das Ganze hier mit Computertechnik gesteuert. Dann erste kommerzielle Roboter, dann die Installation von Unimate, also von diesem ersten Industrieroboterarm bei Ford in der Autoproduktion. 1968 ist für alle, die sich mit Robotik und künstlicher Intelligenz beschäftigen, sollte ein besonderes Jahr sein. Das ist das Jahr, wo der Shakey-Roboter entwickelt wurde, und zwar an dem Stanford Research Institute. Der erste mobile Roboter aller Zeiten, also der erste mobile Roboter, also der kann sich bewegen, aber basierend auf Bildinformation. Und das war das Ergebnis von einer engen Zusammenarbeit von vielen Wissenschaftlern. Die zum Beispiel wurde hier der A-Stern-Algorithmus, die Haft-Transformation aus der Bildverarbeitung erstmalig eingesetzt bzw. entwickelt. Und das war eine einmalige Zusammenarbeit zwischen Forschern aus unterschiedlichen Disziplinen, von der künstlichen Intelligenz, von der Informatik, von der Mechanik, Bildverarbeitung und so weiter und so fort. Und das zeichnet die Robotik aus. Also die Robotik ist kein Gebiet, was so isoliert betrachtet werden kann, sondern der ist sehr angewiesen auf all diese Disziplinen, auf die Mechatronik, auf die Computer Vision, also die Bildverarbeitung, maschinelles Lernen, Informatik, natürlich Mathematik und so weiter und so fort. Es gibt eine ganz interessante Celebration, eine Feier des 50. Jubiläums von diesem Shakey-Roboter. Die war 2015 auf der ICRA-Konferenz. Da gibt es Vorträge von führenden Robotikern aus der Welt und einigen der Leute, die damals hier bei der Entwicklung von dem Roboter beteiligt waren. Ja, 1970 der erste Industrieroboter bei Daimler oder Daimler-Benz damals und dann der erste humanoide Roboter an der Waseda-Universität. Und 1974 die Entwicklung von einer Assembly Language für die Roboterprogrammierung, die Weiterverwendung von Unimation zur Programmiersprache VAL, also die von Stäubli oder zur Programmierung von heute zur Programmierung von Industrierobotern eingesetzt wird. Und 1978 der erste Puma Arm Programmable Universal Machine for Assembly, auch von Unimation. Wir werden den Arm auch anhand von mehreren Beispielen sehen. Das ist so der Klassiker in allen Robotikbüchern, weil das ist der erste Roboterarm, der entwickelt wurde. Ja, für mich natürlich, ich bin sehr ein bisschen biased, so beeinflusst durch die humanoide Robotik. Natürlich haben sich Entwicklungen
im Bereich der Entwicklung von Roboterarmen oder mobilen Roboter ergeben, aber insbesondere jetzt in der humanoiden Robotik, zum Beispiel 84 der Wabot 2 an der Waseda-Universität in Tokio und dann die ersten mehrfingerigen Handy, also zum Beispiel die Salisbury-Hand von Stanford, beziehungsweise hier bei der Mars-Mission, der Pathfinder, die Hand vom Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt, DLR-Hand, und der Kismet-Roboter von MIT, wo man soziale Interaktion zwischen Mensch und Maschine angefangen hat zu studieren, bis hin zu den humanoiden Robotern, die man vielleicht kennt, der Ashimo von Honda. Da sieht man hier das Beispiel von 2011, wo der Roboter, das ist so die Version 50 von diesem Roboter, 57 glaube ich, soweit ich mich erinnern kann, wo der Roboter auf einem Bein hüpfen kann und während des Hüpfens auch seine Richtung orientieren kann. Dann in Japan natürlich die Entwicklung von dieser humanoiden Robotik durch das Humanoid Robotic Program, wo die Roboter HPR1 bis HPR 4C und 5 entstanden sind. Und viele von euch kennen vielleicht die aktuellen Entwicklungen von Boston Dynamics, also der Atlas-Roboter, der natürlich faszinierende Fähigkeiten hat, also von der Motorik her, von der Regelung. Man sieht ja, das sind ja Fähigkeiten, die ich nicht mal habe, ja. Und ich glaube auch wenige von euch können so ein Rücksalto machen. Das ist eine sehr beeindruckende Leistung eigentlich. Das ist so, was die Regelung, die inhärente Integration von Regelung, Mechanik und so weiter und so fort, ist auf jeden Fall Weltspitze. Ja? Genau, also ein Mensch darf auch einen Roboter nicht verletzen. Ja? Also das ist hier zurück zu den Asimov-Gesetzen. Ja? Genau. Okay, und wie ich bereits erwähnt habe, autonomes Fahren oder ein autonom fahrendes Auto ist auch nichts anderes als ein Roboter. Und da sieht man hier auch die Entwicklung auf dem Gebiet, weil es sind ja auch Aktionen dort zu generieren. Das heißt, wo soll ich jetzt abbiegen, soll ich anhalten oder den Fußgänger überfahren? Das sind auch Entscheidungen, die ähnlich sind zu den Entscheidungen, die ein Roboter, der Techniker unterstützt, beispielsweise auch treffen muss. Und viele natürlich wissen über das Thema autonomes Fahren. Ich will eigentlich mit der Folie nur eins. Ich will auf der einen Seite sagen, dass Karlsruhe hier zum Beispiel hier bei dem Urban Challenge hier unter den Top 10 Teams waren. Das ist mit Professor Stiller hier. Und auch Kollegen von der Informatik. Aber eigentlich das autonome Fahren aus Deutschland kommt, weil das erste autonome Auto kommt von der Bundeswehr-Universität München von Professor Ernst Dickmanns 1986, wo er gezeigt hat, auch in Kooperation mit Karlsruhe, dass man mit so einem Fahrzeug auf der Autobahn mit Geschwindigkeit bis zu 96 Kilometer pro Stunde fahren konnte. Also schon damals, 1986, ja. Also das sind jetzt über 30 Jahre. Das Thema ist natürlich schwierig, ein Durchbruch ist auch vielleicht da, ich weiß nicht, kann ich schwer beurteilen, aber es ist noch ein sehr, sehr langer Weg, bis wir das hier haben. So, wenn man jetzt diese Robotergeneration vielleicht klassifizieren will, dann gibt es unterschiedliche oder mehrere oder vier Generationen. Die erste Generation, die waren programmierbare Maschinen, so ab den 1960. Geringe Rechenleistung hat man damals, nur feste Haltepunkte, ja, also Punkt-zu-Punkt-Steuerung, kaum sensorische Möglichkeiten. Das heißt, der Roboter, eine dumme Maschine, die macht immer das Gleiche, ein Automat ohne sensorisches Feedback. Die zweite Generation, wo ein bisschen mehr Adaption, wo mehr Sensorik integriert wurde, um auf zum Beispiel neue Situationen reagieren zu können. Zum Beispiel die Integration von Kameras, sodass man sich an die Umwelt anpassen kann.
eigene Programmiersprachen wie VAL, also Roboterprogrammiersprache, sind entstanden, und so eine geringe Intelligenz, wo der Roboter mit Hilfe von Variationen der Position von Objekten, vielleicht in einer kontrollierten Umgebung vielleicht seine Greifaktionen anpassen kann. Die dritte Generation, die erleben wir gerade, das ist so der Anfang von autonomen Robotern. Das heißt, wir haben höhere Rechenleistung, wir haben ausgekugelte Sensorik, die uns unglaubliche Daten liefert, von denen man bis vor ein paar Jahren nur träumen konnte. Und wo man natürlich sich bewegt in die Richtung, dass der Autonomiegrad von diesen Robotern immer wieder erhöht wird. Ja. Und die vierte Generation, das sind vielleicht diese humanoiden KI-Roboter, von denen man träumt. Das ist vielleicht so die Vorstellung von Robotern, die Leute haben als Science Fiction, wie sie im Science Fiction vielleicht dargestellt werden, als Maschinen, die menschliche Performance haben, die sehr hohe Flexibilität bezüglich Adaption an Umgebung, die in der Lage sind zu lernen, die in der Lage sind, mit Menschen zu interagieren und vielleicht auch in der Lage sind, eine Selbstreflexion vorzunehmen. Das ist natürlich aktueller Forschungsgegenstand. Wir sind irgendwie zwischen diesen zwei Generationen mit unserer Forschung hier. Also auf der einen Seite natürlich autonome Roboter und auf der anderen Seite humanoide Roboter, wo wir auch schauen, wie wir Methoden der künstlichen Intelligenz, maschinelles Lernen hier in Robotersystemen, die in der realen Welt agieren, müssen integrieren können. Die Teilbereiche, da kann man lange darüber reden, aber zentral ist auf jeden Fall, oder zentrale Teilbereiche sind Informatik, Mechatronik, Elektrotechnik, Maschinenbau, Biologie, Cognitive Science und so weiter und so fort. Und die Teilbereiche, mit denen wir uns so ein bisschen beschäftigen werden in der Vorlesung, in Robotik 3 werden wir die Themen Sensorik und Wahrnehmung behandeln. Das heißt, wir werden jetzt hier nicht auf einzelne Sensorik und so eingehen in dieser Vorlesung. Aktorik auch weniger. Das sind vielleicht Vorlesungen, spezialisierte Vorlesungen im Maschinenbau oder in der E-Technik. Aber natürlich auf Kinematiken und Gelenktypen, das interessiert uns. Modellierung von Robotern interessiert uns natürlich sehr. Wie können wir Modelle für Navigation, Modelle für Bewegungsplanung, Modelle für Greifen erstellen? Schnittstellen werden wir anreißen, also die Programmierung, die klassische Programmierung von Robotern, wobei wir uns natürlich hier mehr in diesem zentralen Block, oder ich würde euch mehr Einblicke in dieses zentrale Block hier geben. Das heißt, die Themen Lernen aus Beobachtung des Menschen, symbolische Planung, Manipulation, Architekturen von Robotersystemen, aber auch vielleicht Einblicke in die Sensordatenfusion. Also was auf der Folie hier steht, sind Themen, die man in den drei Vorlesungen Robotik 1, 2 und 3 behandeln würde, aber wir versuchen natürlich, da das jetzt in dieser Stammmodulvorlesung Einblicke in den unterschiedlichen Aspekten von diesen Teilbereichen mal zu geben. Ja, die Anwendungsbeispiele, das sind ein paar Videos hier, die kann ich vielleicht zur Verfügung stellen, was so Anwendungsbeispiele oder Anwendungsgebiete für Industrierobotik wie Schweißen, Lackieren und so weiter und so fort. Ich glaube, da brauchen wir heute jetzt nicht mehr darüber zu reden. Die Videos können wir zur Verfügung stellen, beziehungsweise könnt ihr anhand von den Links anschauen. Die zweite Kategorie ist im Servicebereich. Ich brauche eine Minute. Im Servicebereich, das heißt Service-Roboter, die halb oder voll autonom arbeiten, mit dem Ziel natürlich nützliche Dienste für uns zu Hause oder für Techniker bei Wartungsaufgaben in Lagerhäusern oder für Menschen, die kontaminierte Objekte reinigen sollen. Und da klassifiziert man natürlich diese Objekte, diese Roboter nach Service im privaten Bereich, in Einrichtungen oder im Handwerk. Man spricht von Professional Service Robotik oder sonstige Anwendungen in der Forschung beispielsweise. Genau, das sind ein paar Beispiele von Service Roboter, und vielleicht die nächste Kategorie wären die Personal Robots. Ich habe hier jetzt den Asimo als Beispiel genommen, das heißt Roboter, die
das menschliche Verhalten reproduzieren im Hinblick auf Bewegung, im Hinblick auf Intelligenz und im Hinblick auf Kommunikationsfähigkeiten. Und somit bin ich fertig mit der heutigen Vorlesung. Ich bedanke mich sehr für die Aufmerksamkeit und wir sehen uns am Donnerstag.